Ich bin sozusagen aus einer glücklichen Verbindung vieler einzigartiger Umstände entstanden. Und das ist auch das vereinte Europa für mich heute, in seinen hellen und hellsten Stunden, eine geglückte Verbindung einzigartiger Umstände. Leider ist es notwendig, dieser Tage sich hin und wieder daran zu erinnern. Denn leider ist es in der Europäischen Union nicht salonfähig, aber in Mode gekommen, dass man sich entscheiden müsse, ob man denn wählen müsse oder sich entscheiden müsse zwischen der Liebe zu seiner Heimat, zu seinem Vaterland einerseits und der Liebe zu Europa auf der anderen Seite. Zwischen der Hilfsbedürftigkeit der eigenen Landsleute und jener anderer Menschen. Zwischen dem Eigennutz und dem Nutzen anderer. Und dieses Entweder-Oder, glaube ich, führt in die Irre. Wir können unser Heimatland lieben und die europäische Idee. Wir können unseren Landleuten helfen und anderen ausländischen Mitbürgern. Wir können uns selber nützen und zum Wohle aller anderen beitragen. Das alles schließt einander nicht aus. Im Gegenteil, meine ich, es bedingt einander. Wir bedingen einander, wir brauchen einander. Europa ist für mich ein Kontinent des Und nicht des Entweder-Oder.